Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Tekken 8 Online Ranked Video. Ja, ich spiele wieder mit Lars. Mal schauen, ob wir Glück haben und nicht absteigen. Oh. Oh, nice. Nice. Ja. Oh, okay. Oh, nicht übel, Mensch. Krass. Okay. Nice. Nice. War nicht geplant. Okay. Okay. Mensch. Ah, healthy. Ja, das war's. Round 3. Falschen Knopf gedrückt. Ja. Ja, wie oft denn noch? Hey, das ist aber jetzt ziemlich, ja, wie soll ich sagen? Oh, krass. Krass. Wahnsinn. Wie viele Punkte habe ich denn gerade verloren? Habe ich gerade gar nicht geguckt. Ich bin schon beim Abstiegskampf. Das ist ja bitter. Das ist ja bitter. Oh, nice. Ich bin da im Minus, oder? Oh, falschen Knopf. Nein! Nice. Boah. Mensch, warum mache ich denn den Trick? Ich habe die Finger von Lilly. Ich drücke immer 1. Ich muss aber mit Lars 2 klicken. Beim Aufstehen. Okay, okay, nein. Muss den Wurf nicht machen. Oh, krass, okay. Noch. Und das auch, ja? Oh. Ja, diesmal habe ich den Power Crush gedrückt, weil ich weiß, der sticht da rein. Okay. 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 Okay, noch mehr. Wahnsinn. Oh Mann. Ja, wie gesagt, das ist ein bisschen ärgerlich, dass ihr doch so viele. Ich Idiot. Ich drück den Power Crash von Lilly. Ja, das ist nun mal so. Ja. Oh Mann, okay. Ja, es gibt nun mal solche Casual-Spiele, die einfach ohne Ende den Hellsweep machen. Aber was soll man dagegen machen? Also. Das ist wie, wenn ihr gegen mich mit. Also, wollt ihr gegen mich gewinnen, macht immer den Hellsweep. Ich blockiere nie. Weil ich habe eher viel mehr Angst bei Casual, wenn ihr mich mit dem Launcher trifft, als mit dem Hellsweep. Aber man sieht, die Leute nutzen das ohne Ende aus, dass sie ohne Ende den Hellsweep machen. Aber ja. Okay, GG. Okay, nächster Gegner, Paul. Mit 4 Hörnern, oder sind das... Mensch. Mensch, Wahnsinn. Der kann ja alles blockieren. Oh.
Mensch, warum mache ich das dann? Ich mache es immer und immer wieder, diesen verdammten Stand-Up-Launcher. Wahnsinn. Okay. Okay. Es war ein bisschen Glück. Haha, nice. Okay. Okay, jetzt muss ich ein bisschen low machen, weil ich sehe, dass er den Heat Engager immer macht. Ja. Nice. Was für ein Sidestep. Nice. Und natürlich ohne Ende Wende. Ohne Ende Wende bei mir. Okay. Habe ich zum Glück gut den Rage getimed. So, dass wir wieder bei Kishin sind. Mensch, das geht ja hin und her, ne? Okay. Round one. Fight. Ey, wo war denn mein mittlerer Schlag? Nein, schon wieder nicht funktioniert. Irgendwie hatte ich so das Gefühl, dass er sich duckt. Ich habe jetzt gedrückt, 1 plus 2. Okay, ja. Eins plus zwei, was zum Teufel? Ich habe davor dreimal versucht, mit eins den Wurf zu brechen. Nein. Was für eine Runde. Richtig anstrengend. Jetzt schon wieder mit 1 probiert zu brechen. Mit 1 probiert zu brechen, mit 1 plus 2 probiert zu brechen. Leute, bitte schreibt doch mal in den Kommentaren, wie man diesen verdammten Wurf bricht. Weil ich habe gemerkt, dass ich bei Paul immer diesen Wurf nicht brechen kann. Ich glaube, ich kann diesen Wurf brechen, wo er mich so auf den Boden schmeißt. Der wird, glaube ich, mit 1, 2 gebrochen. Hier habe ich jetzt alles probiert. Sowohl 1 als auch 1 plus 2 leider nicht funktioniert. Oder, ich weiß nicht, mache ich es zu spät? Aber ja, GG, Paul. Okidoki, nächster Gegner, Dragunov. Fight.
Okay. Ja. Nein. Das gibt's doch einfach nicht. Das brichst du aber nicht, oder? Okay. Das hat mich gerade wirklich gerettet, dass er sich da geduckt hat. Mensch. Oh, das war nicht geplant. Okay. Falschen Knopf gedrückt. Der ist so in Lust, dass ich da gar nicht diesen Slide machen kann. Okay. Okay. Das hat doch nicht funktioniert. Ich verstehe nicht, warum dieser Trick bei mir nicht funktioniert mit dem verdammten Fuß. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Nice, okay. Ich wollte den 1 plus 2 machen, aber der macht den Poke. Dieser dämliche. Okay. Ja. Ja, ich habe schon bei ganz vielen gesehen, dass endlich mal sie Dragunov nerven sollen. Nein! Verdammt. Gottes Willen, ich habe noch gewonnen. Heilige Scheiße, gegen Dragunov. Mensch, das war ja übelst knapp. Okay. Ich verkacke immer noch den Low Parry, weil ich vergesse immer, was ich da mit Lars machen muss. Okay. Mensch. Ah, Homing, was zum Teufel? Okay, ich habe 2 gedrückt, aber nö. Ja, genau. Power Crush. Ich habe versucht, einen Wurf zu machen. Ich komme einfach nicht durch. Seine Plus-Frames, ich kann einfach nicht drücken. Ich habe gerade nach unten gedrückt. What the fuck? Nein, okay. Daneben so. Wahnsinn. Machen wir nochmal. Okay. Oh Gott. Echt? Viel schneller? Krass. Nice, Swift. Wow. Okay. Gut. Wollte er mich unbedingt mit einem niedrigen Schlag. Oh Gott, und ich laufe da rein. Okay.
Mensch, dieser niedrige Schlag bei ihm. Dieser niedrige Schlag und dann der Plus-Frame. Und er kann dann noch einen niedrigen Schlag dazu machen als Mix-Up. Und er kann noch einen Wurf dazu packen. Und dann dieser Plus-Frame mit dem Fuß, ey. Was? Ich bin da im Minus? Ich bin da im Minus, nachdem er dreimal mich getroffen hat. Okay. Nice. Ja, genau, plus Frick. Ich habe gerade nach unten blockiert. Funktioniert das etwa nicht? Oh Gott. Komplett die Combo verkackt. Na klar. Ja, ich habe es auch im Stream erzählt. Eigentlich, also ich kann, nachdem ich diesen Heat gemacht habe, nicht den Dynamic, also man kann den Dynamic Entry mit Lars nicht abbrechen. Okay, Dick Poke. Das war jetzt nicht wirklich gut. Okay. Okay. Ja. Mensch, diese verdammte Wand. Sonst hätte ich ihn viel leichter erwischt. Krass. Wahnsinn. Ich bin tot. Ich bin einfach tot. Oh, echt jetzt? Wo ich mal, mich mal getraut habe, mal am Anfang anzugreifen und nicht zu blockieren. Und guckt euch das an. Und mein ganzes Leben ist weg. Das gibst du einfach nicht. Und das gibt's doch einfach nicht. Ey, dieses verdammte Spiel. Ey, dieser verdammte Charakter. Ey, ich... Er hat einfach alles. Dieser Charakter hat einfach alles. Der hat Plus-Frames, hat Würfe, Wake-Up-Würfe, sowohl wenn er auf dem Rücken liegt, also mit dem Rücken zum... Nee, auf dem, mit dem Rücken glaube ich nicht. Aber wenn er auf dem Bauch liegt, mit dem Kopf zum Gegner oder mit den Füßen zum Gegner. Einen niedrigen Launcher. Er hat plus Frames, dieser, wenn er von oben schlägt. Das ist plus 7. Plus 7. Du kannst da keinen Sidestep machen. Du musst einfach die Dinge respektieren. Oh Mann, ich weiß nicht, ob die, es gab ja jetzt, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche da so ein Turnier bei Tekken 8 und ja, wer hätte es gedacht, in Finale zwei Dragunovs. Und dann habe ich auch bei ganz vielen YouTuber gesehen, dass sie doch bitte mal ihn ein bisschen nerven, aber ja, das ist natürlich schade. Aber gut, Shaheen. Mal gucken, ob wir es schaffen. Ich habe ja letztes Mal mit Blasco gespielt. Der spielt jetzt auch Shaheen. Okay. Ah. Gleich in einem Blockable. Wahnsinn. Ja.
Oh, mein Gott. Ja, plus Frame. Wahnsinn. Wahnsinn, okay. Ja. Wahnsinn. Okay, bin ich selber reingelaufen. Ich wollte... Ah! Mensch, diese... Ey, warum kam der Wurf nicht durch? Warum kam... Hat er ihn nicht geschnappt? Warum? Natürlich, Wiff. Natürlich, Millimeter hat gefehlt. Nice. Millimeter hat gefehlt, dass ich ihn mit dem Schild treffe. Ach, Gottes Willen. Gottes Willen. Mensch, werde ich das überleben? Ja, ich werde es überleben. Krass. Das war wirklich Glück, dass ich seinen Hellsweep, also seinen Hellsweep-Slide, da übersprungen habe mit meinem Launcher. Weil ich war mir wirklich sicher, dass er irgendwas mit dem Slide macht. Oder den Slide oder den Stand-Up. Launcher. Wahnsinn. Nein, okay. Das aber. Danke. Und das war's. Mensch. Wow, so schnell. Okay. Mensch, dieser Slide, was für eine Reichweite. Ja. Heat, Rage muss nicht funktionieren, genau. Komm her. Ja. Bin ich da so weit, hat er mich da so weit weggeschubst, dass ich nichts machen kann? Wahnsinn. Wird es ihn killen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Oh, aber das wird ihn killen. Oh, ich dachte eigentlich, der wird auch den Rage machen, aber... Ach, Gottes Willen. Okay. Okay. Nice. Okay, weiß er Bescheid jetzt. Dass er da reinstechen kann. Wahnsinn. Nice. Woo!
GG, GG, Shahin. Mensch, das ist, glaube ich, seit Ewigkeit, dass ich einen Shahin in Ranked sehe. Das ist wirklich krass, das ist wirklich krass. Aber ja, wir sind zum Glück nicht wirklich abgestiegen. Also am Anfang sind wir natürlich abgestiegen, dann haben wir uns ein bisschen zurückgekämpft auf den Rang Kishin. Und ich würde auch sagen, wir machen hier Schluss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf weitere Tekken 8 Online-Ranked-Videos habt, dann würde ich euch die hier empfehlen. Wenn ihr Bock auf meine Streams habt von Tekken 8, dann die, da übe ich mit den Abonnenten. Ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder dabei.